Freunde, es ist mal wieder soweit. Das größte Trier-Turnier in der Minecraft-Szene. Hippo Sprint. Unter anderem dabei auch Papa Platte, Noriax, Castcrafter, Norman und viele weitere Pros in der Ranked-Speedrun-Szene. Es geht um 750 Euro Preisgeld für das beste Team. Ihr wisst vielleicht, ich war schon mal dabei. Ich habe mich diesmal richtig gut geschlagen. Wenn euch sowas gefällt, dann lasst ein Like da. Schreibt gerne in die Kommentare, von wem ihr denkt, wer der beste Speedrunner in dem Turnier war. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wir werden die nächsten 4-5 Stunden in etwa Minecraft Random Seeds durchspielen. Das bedeutet, niemand von den Teilnehmern kennt die Seeds davor. Und es geht los. Der erste Seed startet. Okay, ist ein Ruined Portal und Dorf. Also Golem killen wird es auf jeden Fall sein. So. Ah, wir haben jetzt tatsächlich noch einen Goldblock, das ist nice. Ich finde Monster ist richtig geil gerade. Ey, Digga, danke. Macht's besser. Oh, Water, by the way, a Ghost. Dann mache ich am besten so und so. Juhu. Let's go. Oh, interessant. Port direkt am Anfang. Port Cords ungefähr bei 0-0, by the way. Ich finde aber tatsächlich gar nichts. Geh mal auf 40 FOV. 40? Statt 30, 40 und scan da nochmal. Ah, das wird dann was? Ja, wenn die nah dran ist, musst du ein bisschen hochgehen mit der FOV. Krass, Demo Carry. Kein Ding. Das ist aber keine Treasure, kein Treasure Block, glaube ich. Ah, okay. First Good Gap, also hier rechts rein. Alright. Easy. Also, Difficulty easy, nicht easy. Whatever, ich mach schon mal so. Ich glaube, relativ in der Mitte war der Triple Chest Part, ne? Ist das hier der Sollte die Mitte gewesen sein, ja. Okay. Der Part daneben sollte Triple sein. Daneben war Triple. Nee, das ist auch nicht Triple. Auch dann nicht. Ganz links. Okay, das heißt, ich grab mich jetzt hier außen so lang oder so. Ja. Smart. Perlink kannst du auch. Ja. Perlink sofort, genau. Stark. So, und jetzt nur noch runter. Ich glaube, ich habe mich hier irgendwo an der Seite runtergegraben. Ich hoffe, dass ich es finde. Ja, geil. So, und jetzt gehe ich da schnell runter. Ja, ich kann raus, oder? Warte, ja, okay, let's go. Ja, Pirates trinken. Okay, spawne direkt, nice. Geh direkt zum anderen, nachdem du Base gekillt hast. Ach, da hinten ist er noch. Hab ich gar nicht gesehen, zum Beispiel gerade. Boah, echt viele Blazes hier. Eine noch und dann kann ich schon bauen. Kannst jetzt schon blinden eigentlich, dann overlapst du ein bisschen. Also gar nicht jetzt warten. Ne, einfach reingehen. Fokus. Du hast das Boot bewegt, du musst es nochmal abbauen und neu placen. Danke, ich hab's nicht gesehen, ey. Du hast nochmal bewegt. Digga, ist das du musst ein bisschen weiter weg von dir placen. Ja, genau. 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4. 99%. Okay. Jetzt nur noch blinden und Portal Room aufschreiben und dann schnell spielen, fehlerfrei, ne? Genau, ja. Ach Mann, das ist so blöd, das Terrain. Ja, gut. Digga, ist das krass. Ja, okay, ich bin genau drauf, tatsächlich. Jetzt nur noch in die rechts nach rechts. Oh, Alter, was ist das denn? Okay. Ach, Digga. Ja, solltest du genug Zeit haben. Okay. 1, 2, 3. Let's go. Sobald ich die Cords hab, sage ich sie und ich resette. Ja. Ja, okay. Minus 1109 und Z1865. Okay, hab. Minus 1109, reset, 1865, komm. Reset. Okay, wir hatten keine Haut, das heißt, ich hole mir 7 Bread Blocks. Bread Blocks, genau. Haben wir gesehen, wie viele Augen drin sind? Ich glaube mindestens eins, vielleicht. Ich hätte gedacht zwei sogar. So, Amigos. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Aber man muss mitnehmen. Stil haben wir, dann einmal craften jetzt. Du hast Hobby falsch geplaced, glaube ich. 1, 2 da oben ist es. Außer ich bin am Chippen. Nee, nee. Oh mein Gott. Jop, ich hole mir die Lava drüben. Alles gut. Ich sag's Ruined Portal immer wieder. Egal, ich bin 3 Blöcke hoch. Portal für Endermänner. Wo ist denn jetzt das Wasser? Ach, das hast du weggemacht mit deinem Obby. Ja, das ist natürlich super. Gut, ich muss jetzt echt schnell spielen, tatsächlich. Hier rechts rein, ne? Ja, ich gehe einfach rein. Fuck it. Ich habe gar keinen Plan gerade, in welche Richtung die gezeigt hat. Ja, einfach reingehen. Oben waren 4 Obby. Wie viel Obby hatte ich? Wisst ihr das? War es viel mehr als genug? Ich glaube, du hattest 21 am Ende. Also von den Trades plus okay. Kisten. Okay. Ja gut, ich habe jetzt meine Pickaxe reingedroppt, tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, es gibt kein Peaceful, deswegen ist es... Ja, ich war jetzt auch verwundert gerade. Da muss ich mal ganz kurz... Huh? The fuck? Herobrine. Herobrine hat uns kontrolliert gerade. Ich glaube an Herobrine. Ich auch. 10 Obby reichen. Wichtig. Alright, das heißt... Naja gut, Digga, also ich bin confident genug für 5-Bet. Komm. Okay, ja, dann... 6,5 Minuten hast du. Naja, das passt. So, dann bin ich hier lang gerannt. Boah, Alter, das ist eine Trap. Da habe ich den Spawner, genau. Hui. Saftig. Minus 139, 233. Genau, ja. Okay, alles klar. Das ist, Och, Digga, also, das ist doch jetzt krank. Die Pearls choke ich aber echt heute. What the? Also, langsam geht's mir auf den Sack. Einfach runtergehauen. Ich glaube, Z musst du noch ein bisschen anpassen. 66, die andere Zahl. Ja, okay, passt. Mit viel Glück. Good luck. Viel Glück. Kriegst du hin. Eigentlich Craft nicht vergessen. Nee, jo. Okay. Ja, 5-Bet krieg ich hin. Ja, wir müssen mir sagen, wegen der Seite, das wäre wichtig, weil manchmal choke ich die, warum auch immer. Drache erwache! Musst auf 60 gehen. Granate 60. Ja, genau. Jetzt Birdstein. Welche Seite? Rechts, glaube ich. Rechts, rechts. Nee, links. Ja, Schere.
Der hat so angetäuscht, der Drache. What the fuck? Falsche Seite, ja? Ja. Das tut weh. Aber das tut so weh, Bro. Wait, dann hatte einer von uns die richtige Seite. Ja, das ist my bad, glaube ich. Ich habe halt dir als Pro vertraut. Ich nehme auch immer deinen Call. Ich nehme auch jetzt zukünftig deinen Call nur, weißt du? Ja, dann muss ich jetzt Surrender drücken, ne? Also, sind 30 Minuten um. Okay, Surrender. Das war halt Vetok unlucky. Also, ja. Krass. Ich finde auch, ich habe das gut gespielt. Ich hätte vielleicht eine Minute schneller machen können generell, aber es war nicht schlecht gemacht. Geht los. Es geht los. Ja, geht los. Let's go. You got this. Bist du sofort aus Shipwreck mit dem? Was war das? Was macht der da? Wann du? Bevor ich das mache, spiele ich Cepeto im Stream. Stark. Sehr gut. Du bist so geil. Das ist aber mit Abstand der schwierigste Seed im ganzen Turnier. Das war der schwierigste Seed, sagt er. Sehr gut. Alter, warte mal, es gibt ja zwei schwierige Seeds. Das heißt, wir haben es perfekt gemacht. War gut, sehr gut gemacht, ja. Alter, die haben alle ihre schlechtesten Spieler genommen für den schwierigsten Seed. Standing? Wunderschön. Let's go, wir sind die Ersten! Stopp, Hände hoch! Wenn du jetzt nicht das Video likest, werde ich dich erschießen. 3, 2, 1. Okay, du hast so gewollt. Ich bin sehr confident jetzt. Ich bin auch gar nicht mehr shaky, ne? Also viel weniger als am Anfang. Im Wald war nur ein Portal, hast du es gesehen? Überhaupt nicht. Oh, lol. Okay. Ich denke, sieht aus, als wäre es completable, ha? Kann sein, ja. Ich kann es dann einfach hier gießen. Das ist ja super easy. Hier quasi. Das war gerade richtig close. Ja. Das war gerade ein richtig dummer Fail fast. Aber gesaved. Alles ja. Gut. Let's go. Und dann Lava mit. Dankeschön. Kollegen. Ui, Treasure. Ach, gut. Let's do it. Ich hasse Treasure, by the way. Das, oh mein Gott, nee, das ist nicht wahr, oder? Ja, ich kann halt nichts machen. Was soll ich tun? Oh mein Gott. Bro, ich bin Gold werfen, ganz viel Gold werfen. Gravel über dir platzieren? Oder so. Ich sorry, dass ich so wenig wegsehen kann, aber ich muss Bro, echt... Also was da gerade passiert ist, ist wirklich so lächerlich. Also das... Oh, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Alles gut, du machst das noch. Ich muss gerade erstmal chillen, ne? Ich bin gerade richtig, richtig aufgeregt wegen dieser Sache, die gerade passiert ist. Was ist denn das jetzt? Der Block ist weg? Ja. Also das ist halt... Ich weiß, wie mache ich das denn jetzt? Mach mal Hitboxen an, dann siehst du die Boot-Hitbox besser. Ja, genau. Die du gepuncht hast, die gehen da halt jetzt nicht rein. Wie viel da schief läuft, aber ist nicht schlimm. Nee, ist wirklich nicht schlimm. Ist echt nicht schlimm. Alter, das ist ja crazy. Boah, das war ja richtig nervenaufreibend gerade, was da passiert ist mit der Situation. Hast du die Fort schon gesehen? Ja, ist am Anfang, ne? Also hier irgendwie und dann da rechts, ne? Ja. Ja, let's go, let's rock. Okay, Spawner finden, da oben ist einer. Da oben ist einer, genau. Ich mag die Position vom Spawner überhaupt nicht, aber... 37 Obby, das ist crazy. Okay, eins nach rechts. 52% kann das sein. Ich werfe ein zweites einfach. Weiter geht's. Fokus. Also, 115 Blöcke im Nether, das ist nicht viel. Achso, ich brauche gar nicht ausfüllen. Ich kann ja schon längst raus. What the hell? Ich hätte schon viel länger. Oh, stimmt. Hey, wir haben da jetzt beide mal nicht dran gedacht. Okay, minus 22 passt. Das ist schon mal gut. Das ist ja voll die doofe Position. Mein Gefühl sagt mir einfach da drüben. Merken, nice. Z minus 133. Und minus 133 ist Z. Ja, ich hab. Und X ist... Okay, du hast 100%. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann Reset. Planet Seal craften, Golem killen, alles normal wie gehabt. Kennt man. So, ich gieße diesmal... Hier. Peitschart lasse ich tatsächlich einfach mal so. Blöcke waren ungefähr 40, 45, sowas. Dann habe ich mich hier rüber gebaut. Ich mache aber kein Fastbridge, juckt nicht. So, spiel das jetzt gut runter. Und du brauchst auch nur 10 Obi und so. Ja, reicht. Komplett, ich kann raus. Tschüss. Ja. Da hinten sieht was sehr, sehr lecker aus. Uiuiui. Auf Schmeckidi, Schmeckidi, Schmock, würde man da sagen. Genau. Was waren diese Stronghold Quartz, bitte? 216 minus 17. Oh mein Gott, ich habe sie gecatcht. Nice. Oh. Das ist so geil. 216 minus 17. Okay, 1, 2, 3. Oben links, ja genau. Wenn er purged und über dem Fountain ist, guck mal nach oben und pausier kurz. Dann kann ich dir besser sagen, welche Richtung du gehen musst. Aye, aye, Sir! Ja, er wird jetzt purgen. Habt ihr es gesehen? Strong. Bingo! Warte, boom, warte, was? Boom! Oh. Geil! Okay, das war wirklich. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Zwischenstand. Ich war schlechter als Casper und D-Max. Bin ich zufrieden. Guck mal, eine Minute schlechter als die Pros. Völlig voll. Digga, ich bin richtig zufrieden. Richtig solide gespielt, Vetok. 11 Minuten 20 Run. Das ist mein bester Run jemals. Alles noch offen. Good luck. Okay. Einfach runterjumpen, Kisten looten. Okay. Wenn du 9 hast, stackst dich mit einem TNT hoch. 1. Jetzt setzt du neben die Chest eine Druckplatte und daneben jetzt ein TNT, dass es aufgelöst wird. Also in die Ecke. Und dann, wenn du das gemacht hast, baust du dieses TNT ab und gehst in das Loch. Dann lebst du. Alles gut. Hier abbauen. Abbauen und rein. Ja.
und reinhocken. Okay. Sehr gut. Perfekt. Okay. Okay. Das war super. Okay. Digga, ey, ja, nice, what the hell? Okay. Let's go. Aber gut gemacht, ey, komm mal. Okay, wir sind jetzt gerade ganz hinten. Aber es kann sich noch ändern. Es gibt noch zwei Maps. Oh mein Gott. Jawohl. Jawohl! Geil! Let's go! Geil. Timo! Woo! Boom! Ja, okay. Ja, Finn, Chaos Tour sind halt. Ja, das ist halt einfach so in Abstand das overpowered Team. Das ist das abzusehen gewesen. Aber gut, dass Merle jetzt spielt. Also einen zweiten schaffen wir mindestens. Good luck. Durch Portal, links. Es ist echt sehr spannend gerade, holy. Wir hoffen auf einen Tiebreaker. Oh mein Gott. Alles gut, du hast im Notfall noch Crossbow. Du hast Damage. Du hast Crossbow und Damage. Ja, ja. Das ist halt, ja, das geht halt einfach nicht. Ja, Vito, du hast dich echt gut geschlagen beim zweiten Seed. Das war richtig gut. Das war nice. Danke dir. Du auch. Und rein ins finale Leaderboard. Wer hat gewonnen? Trommelwirbel. Gewonnen. Ey, aber guck mal, wir sind wenigstens Zweiter. Klar, man will immer natürlich eher gewinnen, als den zweiten Platz zu holen. Aber ich bin 1000% zufrieden. Ich bin wirklich glücklich darüber. Nächstes Mal holen wir den Win. Nächstes Mal holen wir die Earnings, die ersten. Hallo?